Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video zu Street Fighter 6. Morgen ist Release und ich habe heute schon ein kleines Video für euch parat. Es war ja letztens noch die Open Beta gewesen und man konnte auch da ein bisschen online daddeln und alles Mögliche. Ich habe einfach für euch so ein paar kleine Matches am Start, wo ich gerne noch drüber reden möchte. Also nicht live, sondern einfach, um euch schon ein bisschen auf Street Fighter einzustimmen. Jetzt gerade im Intro-Hintergrund seht ihr eine der kleinen Meme-Challenges, die es so ein bisschen gab in der Beta, und zwar den CPU auf Stufe 8 zu besiegen, denn der ist sehr unfair gewesen. Also der war wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr das selber mal testen wollt, wenn ihr zocken wollt, stellt mal den Computer auf Schwierigkeit 8 und dann versucht ihr mal in einem schönen, clean 101 fertig zu machen. Das hat manche Leute an den Rand der Verzweiflung gebracht, aber auch wir hatten es irgendwann so ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz habe ich, wie gesagt, jetzt ein paar Online-Matches für euch. Ich habe Kimberly gespielt. Es waren nicht alle Charaktere in der Beta natürlich verfügbar. Ich freue mich natürlich noch auf Manon, auf Marisa, auf Cammy. Und ich habe mir schon 4 Chars rausgesucht, die ich so ein bisschen daddeln werde, die ich auch trainieren möchte. Das heißt, diesmal konzentrieren wir uns nicht nur auf 1-2 Charakter, sondern gehen direkt auf 4. Das ist für so ein Kampfspiel eigentlich eher untypisch. Also sowas macht man eigentlich nicht, da man im Optimalfall einen Char sehr, sehr gerne perfektionieren möchte, denn das ist in einem Street Fighter gar nicht so einfach. Ich werde euch jetzt gleich ein bisschen durch die Matches gleiten und auch so ein bisschen erzählen, worauf ihr euch einlassen könnt, für wen das was ist, was ihr machen könnt und wie ihr anfangen solltet, denn morgen ist es soweit und ich denke, viele von euch fangen zum allerersten Mal mit einem Street Fighter an und ein ganz, ganz kleines Intro/Tutorial wäre in dem Fall nicht schlecht. Ich werde es natürlich auch im Livestream spielen. Dort könnt ihr mir sehr, sehr gerne Fragen stellen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch demnächst ein kleines Turnier machen werden. Ob als Mitspieler, ob als Caster, weiß ich nicht. Aber auch da würde ich den Teilnehmern, gegebenenfalls, wenn es andere Streamer sein, sogar das Training anbieten. Das wäre vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr ebenfalls anfangen wollt, Street Fighter zu spielen. Da bringe ich den Leuten so ein bisschen die Grundlagen bei. So, wir springen jetzt erstmal ins erste Match. Und wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde sehr, sehr gerne Street Fighter Content hochladen und hoffe, ihr habt Bock drauf. So, los geht's. Ja, erstes Match für dieses Video jetzt. Ich spiele Kimberly, hatte ich ja gerade schon gesagt, bin jetzt hier auf der rechten Seite. Wir waren in der Beta auch kurzzeitig Platin gewesen. Ich hatte eigentlich an dem Abend versucht, ein Match gegen jeden Char aufzunehmen, aber die Leute online haben einfach nicht jeden Charakter gespielt. Trotzdem habe ich hier eine Chun-Li gefunden, gegen die ich ein bisschen zocken werde. Und ihr seht schon einen kleinen, aber feinen Unterschied, was das Matchup angeht. Und zwar ist das der Buchstabe oben links bzw. oben rechts. Bei der Chun-Li steht ein M und bei mir, bei der Kimberly, steht ein K. Das zeigt an, mit welcher Steuerung der jeweilige Spieler spielt. K steht für klassisch, M steht für modern. Denn Street Fighter kommt mit 3 unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten. Ich glaube, ein besserer Begriff fällt mir gerade nicht ein. Das bedeutet, dass ihr eure Inputs zum Beispiel ändern könnt. Klassisch bedeutet, ihr müsst immer noch Vierteldrehungen machen für Special Moves oder Halbkreise oder vielleicht sogar ganze 360s oder Charge Moves, während modern ein Button für Special Move hat, wo man zum Beispiel nur in eine Richtung drücken muss, plus diesen Knopf, und dann macht man einen Special Move. Das ist ein sehr, sehr gravierender Unterschied, mit dem Street Fighter 6 kommt, denn das macht es für Einsteiger um einiges einfacher. Die dritte Steuerungsmöglichkeit wäre D für dynamisch. Das ist, ja, das ist langweiliger, würde ich sagen, denn das ist einfach wirklich, drück ein paar Knöpfe und alles passiert automatisch, so wie das im Optimalfall passieren sollte. Also das ist so wirklich die ganz, ganz, ganz einfache Steuerung. Klassisch und modern, darauf wird es sich später verlaufen. Modern hat einen kleinen Nachteil, ihr macht minimal weniger Schaden und euer Charakter hat dadurch nicht alle Moves, also ihr habt nicht Zugriff auf das ganze Repertoire des Charakters, dadurch, dass ihr weniger Input-Möglichkeiten und Buttons habt. Also einen kleinen Nachteil hat es. Nichtsdestotrotz hat modern sehr, 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 sehr viele Vorteile. Die zeigen sich später ein bisschen mehr in-depth, wenn man sich ein bisschen auf die Kombos und sowas einlässt und überhaupt auch schnelle Reaktionen benötigt. Also
ein Anti-Air auf Knopfdruck oder ein Special Move auf Knopfdruck, da kann man wesentlich besser reagieren, als wenn man vorher die ganze Motion noch machen muss. Dazu aber später mehr, das ist ein längeres Thema an sich. Heute, ne, wollen wir ein bisschen die Matches schauen. Kimberly gegen Chun-Li. Kimberly an Guy angelehnt. Ja, Chun-Li, OG-Character sowieso immer mit dabei. Die Kombos, die ihr hier gerade seht, das sind ein paar schicke Kombos, so wie das jetzt hier. Die sind aber noch nicht optimal. Habe ich später noch ein bisschen verbessert. Ist aber trotzdem schon mal nicht schlecht. Ist ein schöner Opener. Jedes Street Fighter basiert auf einem Special Gimmick. Ich würde sagen, da wechseln wir aber gleich den Fight, wenn wir darauf eingehen, denn die Runde endet hier ja jeden Moment. Also einer von uns beiden wird ja jetzt hier verlieren. Hier ist es jetzt die Drive Bar. Das ist der Balken unter der HP-Anzeige. Dazu kommen wir dann gleich, wenn wir im nächsten Kampf sind. Ja, hier Fehler meinerseits. Ne? Der Drive Impact war da einfach Quatsch an der Stelle. Kleine Fehler, die noch ausgemerzt werden wurden. Und ja, das Spielverständnis hat sich auch bei mir schon um einiges verbessert. So, weiter geht's. So, wir sind zurück. New Challenger. Geil. Auch ein OG, ein World Warrior. Muss hier gegen meine Kimberly ran. Beziehungsweise ich darf gegen Geil antreten. Geil ist ein Charge-Character. Auch da unterscheiden sich die jeweiligen Charaktere ein klein bisschen. Also was die Inputs angeht. Manche haben Viertel-Drehungen, manche haben 360-Grad-Drehungen, manche haben Charge-Moves. Dafür muss man in eine Richtung den Stick gedrückt halten und den Controller dann ganz schnell in die andere gegenüberliegende Richtung drücken und dann eine Taste drücken, damit der Special Move rauskommt. Das zumindest bei Klassisch, was der Geil hier übrigens auch spielt. Auch da kleiner Vorteil bei Modern. Da sollte man aber nochmal ganz explizit drauf eingehen, denn das ist, wie gesagt, ein sehr gravierendes Thema und ein sehr, sehr gravierender Unterschied, denn Street Fighter möchte Anfänger wirklich abholen und bietet auch unglaublich viele Möglichkeiten, was das angeht. So, auf jeden Fall, die Anzeige, die ihr unter der HP-Anzeige seht, ist das Drive Meter. Alles wird in Street Fighter 6 mit dem Drive Meter gemacht. In Street Fighter 3 hatten wir das Parieren, in Street Fighter 4 hatten wir den Focus Attack und in Street Fighter 5 hatten wir V-Trigger und V-Skill. Hier haben wir die Drive Bar. Mit der Drive Bar macht man Special Move, also EX Move. Die normalen gehen so, aber ein EX Move, dann leuchtet man gelb, der hat andere Prioritäten, andere Damage und andere Kombo-Möglichkeiten. Der kostet das. Die ganzen Cancels, die ihr seht, also Spieler trifft mit High Punch, dasht nach vorne und macht dann weiter, das sind alles Drive Rush Cancels sozusagen, die alle mit dieser Anzeige passieren, funktionieren. Unter anderem auch Parieren, was wir in der Beta jetzt noch relativ wenig gesehen haben. Das wird nach dem Release eins der Main Features werden, funktioniert ebenfalls mit der Drive Bar. Und der Focus Attack, der Drive Impact, ist ebenfalls basierend auf dieser Drive Bar. Und dieser Balken ist unglaublich wichtig. Bedeutet, ihr habt nicht unendlich viel Offense. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe noch einen High Punch gecancelt. Dann bin ich Burnout. Ab jetzt kann ich keine EX-Moves mehr machen. Ich kann nicht mehr parieren. Ich kann keinen Drive Impact mehr machen. Ich kann keinen Drive Rush mehr machen. Solange dieser Balken ausgebrannt ist, bin ich sozusagen massiv im Nachteil. Ich habe andere Recovery-Zeiten, man sieht das bei Trades und Co. Und ja, wie gesagt, meine Verteidigung ist dadurch natürlich auch stark angeknackst. Wir gehen weiter. So, neue Runde, neues Glück. Diesmal ist Ryu mein Gegner. Ganz OG, der OG, der Titelcharakter. Ich glaube, der ist sogar, nee, Luke ist drauf, oder? Auf dem Street Fighter 6 Artwork ist, glaube ich, wieder Luke, weil er euch durch den Story-Modus geleitet. Vielleicht auch ein wichtiges Thema für euch. Street Fighter kommt mit einigen Spielmodi daher. Unter anderem auch einen Open-World-Story-Mode, der euch insane geil inszeniert, alles Mögliche zu Street Fighter erklärt. Es ist sozusagen ein Story-Mode mit sehr gut verpacktem Tutorial. Ihr lernt alles. Ihr könnt euren eigenen Charakter bauen, ihr könnt ihm sogar unique Special Moves geben, beziehungsweise euren Char, euer Moveset anpassen. Aber das Spiel bringt euch alles spielerisch bei, im Sinne von, welche ganzen Funktionen das Spiel hat. Drive Rush, Drive Cancel, ab wann man einen Counter-Attack hat, was ein Counter-Attack ist. Es ist visuell sehr, sehr gut dargestellt. Auch so habt ihr die Möglichkeit, sehr, sehr viel im Spiel anzeigen zu lassen. Ihr könnt euch Frame-Data live anzeigen lassen, wer in Plus- und wer in Minus-Frames, also um wie viel Plus- und Minus-Frames es sich jeweils handelt, wenn ihr getroffen werdet oder den Gegner trefft. Street Fighter 6 hat
super, super viel, um Einsteiger und auch Profis und fortgeschrittene Leute abzuholen. Es nimmt wirklich alles auf, was man sich so ein bisschen gewünscht hat und hat alles in dieses Spiel mit reingepackt. Man kann mit Street Fighter 6 einfach dieses Genre lernen und das hilft theoretisch auch für alle anderen Spiele dieser Art. Das ist sehr, sehr, sehr geil. Die Charaktere spielen sich alle unglaublich unterschiedlich. Also Ryu und Ken sind auch mittlerweile zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Es waren ja sonst immer sehr ähnlich. Mittlerweile unterscheiden sie sich wesentlich mehr. Und jeder Char spielt sich irgendwie anders. Und ich denke, diesmal ist auch für jeden was dabei. Ich hatte in Street Fighter 5 ein bisschen Probleme gehabt, einen Main zu finden. Und in Street Fighter 6, wie gesagt, ich habe mittlerweile mich auf vier Chars so ein bisschen fokussiert oder konzentrieren möchte ich mich drauf. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Plus die ganzen DLC-Charakter, die später noch kommen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Gameflow von dem Spiel, auch geil. Dieses Drive-Rush-Feature ist so schön zu spielen. Es hat so einen guten Flow. Ich denke, Street Fighter 6 wird ein riesen, riesen Erfolg und ich hoffe, dass andere Creator-Kollegen von mir Bock auf das Game haben und ja, halt einfach mit dabei sind, ein bisschen zu zocken und zu grinden. Das nächste Match, Juri Han. Ein Charakter, sehr beliebt, Platin-Spieler mittlerweile, hier als Gegner. Spielt sich ein bisschen nicht langsamer als in 5. Ich mochte halt viele, viele Chars in 4 sehr, sehr gerne. 5 war, ja, 5 war sehr speziell, sagen wir es mal so. Aber, glaube ich, auch ein Charakter in Street Fighter 6, der sehr beliebt sein wird. Habe ich auch schon getestet, habe ich auch schon gespielt. Braucht ein bisschen Fingerakrobatik, was ihr perfektes Moveset angeht. Wie gesagt, jeder Char spielt sich so unterschiedlich. Da muss man auch die richtige Person für sein. Ja, und die Jury, die macht es mir nicht unbedingt einfach, sehe ich gerade. Ja, was meine Kombos mit Kimberly angeht, noch nicht optimiert gewesen. War alles noch so Beta-Gameplay für mich. Noch nicht viel Zeit im Trainingsmodus gehabt. Trotzdem sieht das schon ganz gut aus. Ich habe ja auch viel gegen Shuggis gespielt. Und ja, an sich bin ich schon ganz zufrieden. Ich hatte ja sogar gesagt, dass Kimberly mir am Anfang gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen gelegt und ergeben. Ich finde den Charm mittlerweile sehr, sehr nice und freue mich halt drauf, jetzt zum Release ein bisschen loslegen zu können. Ja, ansonsten für euch wirklich interessant, spielt den Story Mode. Der bringt euch alles Mögliche bei, wenn ihr ganz neu damit seid. Ihr könnt euch vielleicht wirklich dran gewöhnen, moderne Steuerung zu nehmen. Also ihr seid nicht unbedingt dazu geforst, Klassik-Steuerung zu spielen. Selbst der minimale Damage-Nachteil, den ihr mit modern habt, wird durch andere Vorteile wieder ausgeglichen. Und gerade für Leute, die so ein bisschen Probleme hatten oder noch nie Kampfspiele dieser Art gespielt haben, für euch werden diese Motions sehr unnatürlich sein. Und die moderne Steuerung wird euch diesen Einstieg sehr, sehr erleichtern. Ich gehe auch stark davon aus, dass sehr, sehr viele neue Spieler es mir auch gar nicht so einfach machen werden, dagegen anzukämpfen, da ja die Reaktionszeit und Co. ganz anders eingeschätzt werden muss. Ich weiß gar nicht, ob komplett andere Kombos möglich sind, das vielleicht nicht, aber sie sind auf jeden Fall um einiges einfacher. Es gibt einen extrem guten Trainingsmodus, wo ihr sogar Kombos lernen könnt, der super ausführlich. Das ist allgemein ein sehr, sehr gutes Rundumpaket. Zum Abschluss gibt es noch mal eine Runde mit Ryu. Einfach, weil ich sagen wollte, das habt ihr wahrscheinlich auch gecheckt, ich habe nicht jeden meiner Kämpfe, die ihr gerade gesehen habt, gewonnen. Ich wollte eigentlich immer jeden Char einmal in dieses Video reinpacken und ohne, dass es 50 Minuten lang ist. Gegen die Chun-Li am Anfang habe ich verloren, gegen den Guile hatte ich gewonnen, gegen den Ryu hatte ich gewonnen, gegen die Jury habe ich verloren. Und das hier weiß ich jetzt gar nicht. Das ist aber einfach nur mein Abschiedsmatch. Das ist wieder Ryu, ja, deswegen. Aber nochmal hier ein Platin-Gamer. Man spielt ja öfter, man kann ja ein Set Best of 3 spielen. Also, ne, man hat noch zweimal die Möglichkeit, Revanche anzufordern. Damit halt man ja ein BO3-Set spielt. Ein Match geht halt 3 Runden, ein Set geht 3 Matches. Und ja, hier haben wir immer mal hin und her gecuttet, damit das Video ein bisschen flow hat. Aber ich erzähle euch, gegen wen ich hier gewonnen und gegen wen ich verloren hatte. Ist gar kein Problem, ne? Später, man muss verlieren, um besser zu werden. Das ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Regel. Wer ganz, ganz neu mit dem Genre einsteigen wird, Kampfspiele können frustrierend sein. So frustrierend wie nichts anderes. Nichts Vergleichbares. Nichts hat mich mehr an die Weißglut getrieben als Kampfspiele in den letzten x Jahren. Als wir 2009 mit Beat'em Ups angefangen haben, das kann
Oh, das zieht an den Nerven, ja. Aber man weiß, am Ende lag es nur an einem selbst, ja. Wenn man verliert, es ist ein 1-on-1, es ist ein cleaner, fairer Kampf. Wer verliert, ist selber schuld. Kein Team, auf das man schieben kann. Man muss da einfach selber durch und das ist das Lustige an einem Kampfspiel. Aber irgendwann, wenn man es verstanden hat, dann ist dieser Spaß in diesem Genre so unendlich groß. Also Kampfspiele ist meiner Meinung nach eins der besten Competitive Genres, die es auch nur ansatzweise gibt. Und ja, ich bin happy, dass gerade dieses Jahr für Beat'em Up-Spieler so insane wird. Tekken 8, Mortal Kombat 12 oder 1, ja, wie man es jetzt sehen möchte, Street Fighter, sehr, sehr viele Indie-Games und ja, also Beat'em Ups gerade, das ist es, wieder ein goldenes Jahr für Kampfspiele und das wird schon sehr, sehr fett. Und Street Fighter legt halt richtig geil vor. Und vielleicht kriegen wir sogar noch Project L, ne? Das Riot Games Beat'em Ups kommt ja auch noch. Also da steht uns einiges bevor. Ich denke, es wird gut. Und ich rate jedem von euch, Street Fighter 6 mal anzuschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Die Kritikerbewertungen, also die Pressebewertungen, die sind schon durch sozusagen. Und Street Fighter schneidet insane ab, 93er Wertung oder so. Und das zu Recht. Einfach ein sehr, sehr geiles Game. Ich werde gerade ein bisschen abgelenkt. Die Ivy ist da. Ja, Ivy kam gerade wieder zurück. Und ist im Zimmer. Deswegen beenden wir mal das Video hier. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mich selber über den Support freuen. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder, wenn es soweit ist. Und wir ein bisschen Street Fighter zusammen daddeln. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Und ciao.